So. Oh, das sieht gefährlich aus. Bist du dir sicher? Klar bin ich mir sicher. Gibt es eigentlich eine Klar-bin-ich-mir-sicher-Versicherung? Es ist der letzte Tanz für die TuS Koblenz in der Spielzeit 2022-2023 und gleichzeitig ist es der heißeste. Das Rückspiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest. Die TuS Koblenz zu Gast bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Leinenlos, das Motto der rund 700 mitgereisten Koblenzer Fans. Die Laune natürlich bestens vor 3.500 Zuschauern. Das Hinspiel hat man ja am Stadion Oberwerth vor ähnlich starker Kulisse. Da waren es knapp 3.800 Zuschauer mit 2:1 für sich entscheiden können. Das Rückspiel jetzt also in Groß-Asbach mit den gelb gekleideten Koblenzern von rechts nach links spielend. Den Schengeln würde ein Unentschieden reichen. Groß-Asbach muss für die Verlängerung mit mindestens einem Tor Differenz gewinnen, ein zweites Tor und Groß-Asbach wäre aufgestiegen. Aber es sind die Akteure vom Oberwerth mit den guten Möglichkeiten. Umut Sentürk nach 13 Spielminuten hatte den ersten Hochkaräter auf dem Fuß. Auf der anderen Seite, Sentürk jetzt in der Defensive gefordert, hat das Nachsehen gegen Rahn. Doch der Abschluss wird noch abgeblockt. Die TuS Koblenz hatte weniger Ballbesitz in diesem Fußballspiel. Groß-Asbach fiel allerdings offensiv relativ wenig ein und so waren es die Schengel, die die besseren Möglichkeiten verzeichneten. Hier war es Hatzic mit einem Distanzschuss am Tor vorbei. Nur 9 Minuten später wieder die TuS im Vorwärtsgang. Hatzic mit der Balleroberung auf Esmel. Der sieht Sentürk und Sentürk mit dem Abschluss. Der Ball kann so gerade eben noch von Maximilian Reule, dem Torhüter, der Gastgeber, abgewehrt werden. Und so geht es in die Kabinen. 45 plus 8 Minuten Nachspielzeit gespielt in Durchgang 1, viele Unterbrechungen. Noch steht es 0:0 und noch wäre die TuS Koblenz in der Regionalliga Südwest. Dementsprechend auch großartig der Support des Koblenzer Anhangs, aber der wäre auch unabhängig vom Ergebnis allererste Sahne gewesen. Ein Fansupport, der mindestens eine Spielklasse höher gehört. Aber zunächst einmal in der Defensive. Hell, wach sein, das braucht man in dieser Szene. Denn Dominik Salz nach 50 Minuten 1:0 für Groß-Asbach. Und was war das denn bitte für ein traumhaftes Tor? Fallrückzieher im Relegationsrückspiel, im Rückspiel der Aufstiegsrunde und plötzlich führt Groß-Asbach und alles ist auf Null gesetzt. Die Auswärtstorregel bestand nicht, dementsprechend aktueller Stand Verlängerung. Aber die TuS hatte die passende Antwort parat. Das ist Chachiri mit der Hereingabe und André Mandt mit dem 1:1. Die TuS Koblenz ist wieder da. André Mandt bringt den Gästeblock und ganz, ganz viele an den heimischen Geräten in pure Ekstase zum Beben. Ausgleich für die TuS Koblenz und natürlich war etwas Dusel mit dabei, aber in solchen Spielen brauchst du das eben auch. Nur 5 Minuten später die andere Seite, Groß-Asbach im Vormarsch und dann mit dem Foulelfmeter Nihat Faraili, der Übeltäter, wenn man so möchte, eine dankbare Entscheidung des Schiedsrichters. Da gibt es auch den einen oder anderen, der hier weiterlaufen lässt, aber wahrlich keine Fehlentscheidung. Den fälligen Foul-Elfmeter treten sollte Volkan Celiktas. Und Celiktas macht das ganz cool, ganz abgezockt, verlädt Jonas Bast, den 19-jährigen TuS-Schlussmann. Und es steht 2:1 für Groß-Asbach. Also alles wieder auf Anfang. Und wir springen direkt in Minute 89. Groß-Asbach warf jetzt nochmal viel nach vorne, das ist Albin Sahiti mit dem Distanzschuss, der noch über das Tor gehen sollte. Es gab eine Ecke, die brachte allerdings nichts ein. Insgesamt 3 Minuten Nachspielzeit wurden anberaumt, Groß-Asbach in der zweiten mit dieser Gelegenheit. Glück für die TuS Koblenz, dass auch hier Albin Sahiti den Ball nicht treffen sollte und
Dieser lange Ball konnte dann noch einmal abgewehrt werden. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis das Spiel abgepfiffen wird. Nochmal Esmel auf Shaqiri. Der Schiedsrichter gibt den Schengel noch einen letzten Gegenangriff, einen letzten Konter. Das ist Chennai. Gut von Shaqiri in Szene gesetzt. Chennai nochmal mit der Körpertäuschung. Chennai, die Hereingabe. Und da ist Esmel! Das 2:2 für die TuS Koblenz in der letzten Aktion des Spiels. Ein einziger Wahnsinn. Die Schengel mit dem Ausgleich und dem gleichbedeutenden Aufstieg in die Regionalliga Südwest, weil man natürlich das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Ab dann war alles scheißegal. Handys wurden umgeboxt und es wurde einfach in einer einzigen Traube gefeiert, schier ohne Grenzen. Noch einmal wurde der Ball angestoßen, freigegeben und dann war es vorbei, dann war es geschafft. Die TuS Koblenz erzwingt ein 2:2 bei der SG Sonnenhof Großaspach und steigt erstmals seit 5 Jahren wieder auf in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands, spielt ab der nächsten Spielzeit also wieder gegen Mannschaften wie die Stuttgarter Kickers und Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Shampoos duschen am Oberwert. Die TuS Koblenz ist wieder viertklassig.